Der Duft von frisch gebackenem Brot, Schmankerl aus dem Räucherofen, frische Teigwaren und alles, was das Feinschmeckerherz sonst noch begehrt. Am letzten Samstag im August verwandelte sich der Rieder Hauptplatz mit Genuss in Ried wieder zu einem Schlaraffenland der regionalen Lebensmittel. Es ist eine sehr große Bandbreite da. Ich glaube, das ist ja ganz wichtig für einen Markt, da Abwechslung zu bieten. Aus dem Genussland Oberösterreich sind mehr als 20 Produzenten heute vor Ort und die bieten wirklich also eine große Vielfalt an von Mehlspeisen, Obst, Saftgetränken und ganz, ganz viel ist im Bereich Fleisch und Wurstwaren heute da, was im Sortiment angeboten wird. Eine Veranstaltung mit enormem Mehrwert für Produzenten als auch Konsumenten. Ja, man muss nicht weit fahren. Die Produkte kommen alle aus der Region bis ins Mühlviertel. Und das ist mir ein großes Anliegen, dass man einfach die regionalen Produzenten unterstützt. Man kann sich quer durchs Gelände durchkosten, man kann jedes Produkt probieren, man kann mit dem Produzenten sprechen, man erfährt viel über die Herstellung, über die Qualität, über den Geschmack. Besser kann man sich nicht informieren. Rieds Bürgermeister Bernhard Zwielehner hat's vorgemacht. Auch er nutzte die Gelegenheit und probierte sich durch die gesamte Kulinarik, die Oberösterreichs Produzenten zu bieten haben. Ja, noch nicht. Ich bin nicht ganz durch. Bei 85 Ausstellenden bin ich richtig, richtig begeistert. Und wir freuen uns, dass auch so viele Besucher da sind. Und es wird ein richtiges Genussfest für Ried im Innkreis. Was vor 6 Jahren mit 25 Ausstellern gestartet hat, entwickelte sich mit heuer insgesamt 85 Produzenten zur größten derartigen Veranstaltung des Genusslandes in Oberösterreich. Neben den verschiedensten Produkten von A wie Aronia bis Z wie Zwetschgenbrand gab es für die Besucher auch allerlei Handwerkliches zu bestaunen und zu erwerben. Ja, die Veranstaltung ist natürlich großartig und das Schöne ist, dass sie jährlich wächst und es ist einfach schön, dass man Regionalität in Ried vorstellen kann und dass die Leute wissen, wo sie es dann auch kaufen können. Es ist für Jung und Alt, wirklich für jeden was dabei, das freut uns ganz irrsinnig und es ist Regionalität, die wir da auf den Tisch bringen sozusagen und ich als Sportler weiß auch, wie wichtig dass eine gesunde Ernährung ist, dass das auch dazu gehört und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da was bieten können. Und der Besucheransturm zeigt es deutlich. Der Regionalitätsgedanke der Oberösterreicher stieg in den letzten Jahren enorm. Ja, bei mir daheim war er immer vorhanden. Und ich glaube, dass es jetzt gesickert ist bei den Menschen, dass einfach die Regionalität notwendig ist, dass die Bauern und die Produzenten in der Region unterstützt werden. Und das finde ich einen guten Trend. Regionalität hat sich in den letzten Jahren sensationell gut entwickelt. Also die Leute haben einfach mehr darauf geachtet, auf die Qualität und wer das Produkt erzeugt. Also das ist den Menschen immer wichtiger geworden. Wir haben auch die Möglichkeit, das transparent wirklich darzustellen und dafür waren die Leute und sind die Leute auch bereit, etwas mehr am Preis zu bezahlen. Das ist ein Riesenerfolg und das unterstützt die Stadt Ried auf alle Fälle auch in der Zukunft.